Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Wochendekoration. Diesmal geht es noch um die KW 47. Wieder einmal bin ich spät dran, aber das wird sich ab dieser Woche ändern. Das hoffe ich mal. Ja, kurz zu meiner Geburtstagswoche. Die ist eigentlich sehr angenehm verlaufen. An meinem Geburtstag hatte ich so eine Art Kaffeekränzchen mit meiner ganzen Familie. Und da haben wir einfach gemütlich zusammengesessen und haben Kaffee getrunken. Und es gab Berliner, die ich sehr, sehr liebe und die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen habe. Und ich mag die mit der Marmeladenfüllung innen drin. Was ich so witzig fand, ist, dass ausgerechnet meiner keine Marmeladenfüllung hatte. Das fand ich einfach nur so mega, mega witzig. Dann hat mir meine Mutter die Hälfte von ihrem gegeben. Ja, diese Wochendekoration wird, ja, das Thema ist Barcode. Also Barcode Love. Und dieses Tape, was ich hier gerade versuche anzubringen, das habe ich mal aus dem Idee und als feststand, dass ich diese Wochendekoration machen möchte, da habe ich mir dieses Tape gekauft. Muss aber gestehen, dass die Qualität extrem schlecht ist. Das Muster, was draufgedruckt ist, färbt leider ab. Also es ist nicht wirklich versiegelt, sage ich mal, sodass diese ganzen Schatten zu sehen sind von den Mustern davor, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich das Tape komplett wegschmeißen soll, weil es ist einfach nur sehr schlechte Qualität. Das Sticky Note, was ich hier gerade als Schablone benutze, das habe ich auch aus dem Idee. Die mag ich sehr, sehr gerne, weil die Muster sich abwechseln. Und ja, worum es sich da genau, worum es sich genau handelt bei diesem Thema, das werde ich euch gleich nochmal erzählen. Ja, wobei, eigentlich kann ich es euch jetzt erzählen. Das Thema Barcode wollte ich ja schon immer mal machen, Entschuldigung, seit ich dieses koreanische Drama gesehen habe. Das nennt sich, glaube ich, The Girl Who Sees Smells. Genau, sehr komischer Titel, ich weiß. In dem Drama geht es um einen Serienkiller. Der hat eine eigenartige Methode, um Leute umzubringen. Und das genau fand ich so mega cool. Also er nimmt zuerst seine Opfer gefangen und hält sie in einem Raum fest. Sie kriegen ganz normal zu essen, also da können sie auch schlafen. Aber er zwingt seine Opfer, ihr ganzes Leben und eigentlich ihr ganzes Leben und ihre ganze Geschichte in einem dicken Notizbuch festzuhalten, was er ihnen zur Verfügung stellt, und er zwingt sie dazu, ihr ganzes Leben dann aufzuschreiben, ihre ganzen Wünsche, ihre Erinnerungen, vielleicht auch Wünsche für die Zukunft, einfach alles, was den Menschen ausmacht. So, und nachdem dieses Buch dann voll ist, also vollgeschrieben ist, dann bringt er sie um. Er bringt sie um und schneidet ihnen ins Handgelenk einen Barcode. Es ist ein bestimmter Barcode und das druckt er sich auch selbst aus und klebt es dann auf dieses Buch als eine Art Biografie, sage ich jetzt mal. Und als würde dieses Buch dann zum Verkauf stehen. Und dieser Barcode, es gibt ja eine ERN-Nummer, also eine Identifikationsnummer unten. Und die besteht aus dem Geburtsdatum, glaube ich. Auf jeden Fall fand ich das total krass, dass er so einen Barcode dann ins Handgelenk schneidet und
und das Buch danach ins Regal stellt, bei sich ins Regal und jedes Mal das rausholt und sich durchliest, nachdem er seine Opfer umgebracht hat. Also das fand ich schon mega krass und total, boah. Das Thema hat mich auf jeden Fall ziemlich gefesselt. Das Drama war jetzt, also die Serie war jetzt nicht so mein Fall. Es war ein bisschen langweilig. Außer natürlich die Tatsachen mit dem Mörder. Denn der Mörder war, also das, auch der Schauspieler war einfach nur mega cool und hat diese Person, diesen Psychopathen richtig gut umgesetzt. Und das fand ich einfach nur genial. Ja, und deswegen wollte ich dieses Thema umsetzen, aber ich beziehe mich jetzt wirklich nicht auf das Drama an sich, sondern einfach nur auf das Thema Barcode. Ich habe mich ja auch an diesem Tape unten orientiert. Da sind ja verschiedene Barcode-Motive drauf, Tassen, Lippen und Herzen und das finde ich eine schöne Idee. Ich wollte zuerst einen Stempel kaufen, um das zu stempeln. Allerdings wusste ich ganz genau, Julia, du wirst diesen Stempel nie wieder benutzen nach dieser Wochendeko und das Geld war mir dann einfach zu schade und ich habe das dann gelassen. Ja, und habe gesagt, ich werde das alles zeichnen mit dem Barcode. Hier zeichne ich auch die Tasse, so gesehen, als Barcode. Unten sind ja zwei Tassen abgebildet bei dem Tape, das wollte ich eigentlich auch machen. Aber dann war mir klar, ich habe nicht so viel Platz, deswegen wird es jetzt nur eine Tasse. Ja, am Samstag letzte Woche war ich mit meiner Schwester in unserem Lieblingseiscafé. Das fand ich sehr nett. Ich bin eigentlich kein richtiger Partytyp, also ich mag es gern gemütlich. Ich setze mich hin und trinke Kaffee oder Tee und lese vielleicht mal ein Buch. Also ich gehe nicht unbedingt feiern, Diskos sind überhaupt nichts für mich. Ich bin einfach nur der richtig gemütliche Typ, der so die Freuden des Lebens genießt in Form von Süßen und ich bin eine richtige Naschkatze, sage ich jetzt mal. Und wir haben uns dann hingesetzt, es war zum Glück nicht so viel los, es ist mega gemütlich in diesem Café und ich habe mir eine Waffel bzw. zwei bestellt. Mit Sahne. Ich bin ja sowieso der Sahne-Fan. Und Eis und die Waffeln waren bestreut mit Puderzucker. Und dann gab es noch heiße Kirschen dazu. Und diese Kirschen, oh, das war ein Traum. Die waren irgendwie gewürzt mit Zimt oder eingelegt in eine Zimtsoße. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben sie sehr stark nach Zimt geschmeckt. Und es hat in mir so ein richtiges Weihnachtsfeeling hervorgerufen. Das fand ich einfach nur total klasse. Die Portion war mir allerdings ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich einen Teil davon übrig gelassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und habe mich prompt schuldig gefühlt, weil ich lasse nicht gern Lebensmittel zurück und bei denen ich denke, ich könnte damit ein armes Kind ernähren eigentlich und ja, habe mich dann prompt schuldig gefühlt. Ja, so bin ich. Ich habe jetzt hier am Rand beziehungsweise ich habe vor, am Rand einen langen Barcode zu zeichnen als eine Art Washi-Ersatz. Denn ich wollte nicht unbedingt das Washi benutzen, was ich unten hingeklebt habe, weil einfach nur die... Es sieht einfach nicht mehr schön aus, dieses Tape. Obwohl die Idee richtig cool ist, mit diesem Barcode. Also das sieht man halt eben nicht sehr oft. Ja, und vielleicht schmeiße ich auch dieses Tape dann noch weg.
Was ein guter Tipp ist von mir, wenn ihr mit Fineliner malt und dazu ein Lineal benutzt, um gerade zu malen oder zu zeichnen, dann empfehle ich euch gelegentlich mal das Lineal am Papier abzustreifen, weil es bleibt unheimlich viel Farbe an diesem Lineal haften. Und das färbt sich dann auch irgendwann auf euer Blatt ab. Deswegen empfehle ich euch, das gelegentlich mal abzustreifen, dann habt ihr weniger Probleme. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, und als ich mit meiner Schwester unterwegs war, hat sie mir empfohlen, die DVD ein ganzes halbes Jahr zu kaufen. Sie war ja im Kino und hat sich den Film angeschaut. Eigentlich wollten wir da zusammen hin, aber dann hat sie dann spontan entschieden, mit ihrer Freundin reinzugehen. Und hat zu mir dann gesagt, oh, ich habe im Kino geheult, das war so traurig. Und sie hat mich ja vorgewarnt und hat gesagt, es ist wirklich traurig. Und ich habe mir dann diese DVD gekauft und habe mich hingesetzt und habe mir schon mal im Voraus eine Box mit Taschentüchern hingestellt, weil ich eigentlich auch ziemlich anfällig bin, was so traurige Filme anbetrifft. Das Buch kannte ich, beziehungsweise ich habe es während meiner Ausbildung im Laden verkauft. Es stand ja auch auf der Bestsellerliste. Ich habe es nicht gelesen. Ich wusste ungefähr, worum es geht und dass der Mann dann am Ende stirbt. Und diesmal habe ich gesagt, okay, schaust dir wenigstens den Film an, wenn meine Schwester das jetzt so toll fand. Okay, gucke ich jetzt mal. Und dann habe ich mir diesen Film angeschaut und ich fand ihn einfach nur so schön und nicht unbedingt kitschig, einfach nur schön. Und am Ende musste ich dann wirklich heulen, aber so wirklich. Und ich bin froh, dass ich mir den Film nicht im Kino angeschaut habe, weil ich will nicht wissen, wie ich danach ausgesehen hätte mit meiner verschmierten Wimperntusche und ich hätte wahrscheinlich ausgesehen wie so ein Panda. Deswegen bin ich froh, dass ich es zu Hause angeschaut habe, weil es einfach nur so mega traurig war und ich konnte mit den Figuren, mit den Charakteren unheimlich mitfühlen und es war einfach nur super, super schön. Ich empfehle es euch. Guckt euch den Film an, falls ihr euch noch nicht angeschaut habt oder ihr lest das Buch. Ich nehme mal an, das Buch ist ja eigentlich immer am besten, besser als die Filme. Ich habe mir jetzt nur den Film angeschaut und das Buch werde ich jetzt nicht lesen, weil ich weiß ja, worum es geht und wie es am Ende ausgeht. Aber ich fand das einfach nur so super schön. Ich konnte Will verstehen, der im Rollstuhl sitzt und sich einfach nicht bewegen kann. Aber ich konnte auch Lou verstehen, die alles dran setzen wollte, ihn am Leben zu halten. So nach dem Motto, wenn du bisher durchgehalten hast und alles dafür getan hast, dir ein Leben irgendwie aufzubauen, dann kannst du es auch weiterhin. Aber ich konnte auch Will verstehen, der gesagt hat, das ist kein Leben für mich. Ich bin komplett gelehnt bis auf meinen Kopf oder meinen Hals und Kopf und das ist kein Leben, das ist nur eine Daseinsform. Und ich war wirklich froh, dass sie es im Film nicht so übertrieben kitschig gemacht haben. Sie haben einfach nur angedeutet, dass er dass er sterben wird, dass er sterben will und bin froh, dass sie nicht so genau darauf eingegangen sind. Also, ich empfehle es euch wirklich, wirklich, wirklich. Und selbst wenn ihr nicht unbedingt so auf so Liebesschnulzen steht oder generell auf so Romanzen steht, empfehle ich es euch trotzdem. Es ist einfach nur eine richtig schöne Geschichte. Und ich habe ja bei der Lou am Anfang bei der ersten Szene hat man ja ihre Schuhe gezeigt und ich fand die einfach nur mega schön und ich hatte irgendwie den Drang verspürt, sofort in den nächsten Schuhladen zu laufen und mir genau solche Schuhe zu kaufen. Das fand ich
Die fand ich einfach nur super schön und ich werde mir auf jeden Fall ein paar schöne Schuhe kaufen. Ich möchte gerne so schöne Sachen, weibliche Sachen tragen, aber irgendwie suche ich mir immer Sachen aus, die auch irgendwo bequem sind, die ich jederzeit tragen kann, weil meine Füße sind auch ziemlich klein und sehr empfindlich. Ich habe so Aschenputtelfüße. Kleine Größe und es ist immer sehr schwer für mich, Schuhe zu finden. Aber ich kann auch keine Schuhe mit Absätzen tragen. Das ist für mich dann immer so eine Tortur. Wobei ich das gerne möchte. Ich möchte gerne weiblichere Sachen tragen. Bei mir sieht es dann immer sehr schnell nach Mann aus. Ich habe auch nur so eine ziemliche Kurzhaarfrisur, die mich aussehen lässt wie ein Junge. Bei mir wird es sehr schnell sehr männlich, obwohl ich mich stets bemühe, mir Klamotten zu holen, die einfach mal ein bisschen weiblicher aussehen. Ich war dem letzten Shoppen und habe mir ein paar schöne Sachen geholt, auch eine richtig schöne Bluse, und bin mal gespannt, wie ich es schaffe, das mal zu kombinieren. Ja, ich war auch letztens beim Friseur und habe mir wieder die Haare schneiden lassen, wirklich kurz schneiden lassen. Ich bemühe mich aber trotzdem, dass es nicht so sehr nach Mann aussieht, der Schnitt. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Ich habe jetzt zu meiner Friseurin gesagt, ja, du, ich möchte wieder zum Anfang zurückkehren und meine Haare wieder mehr nach Frau aussehen lassen. Da hat sie gemeint, okay, kein Problem, Machen wir. Ich gehe auch mittlerweile nur zu einer Friseurin, weil ich genau weiß, die kann, sie kann meine Haare so schneiden, dass ich gut aussehe, und da mache ich mir keine Sorgen mittlerweile. Ich war mal bei einem Friseur, das fand ich so witzig. Ich habe ihm gesagt, schneiden Sie mir bitte die Haare so kurz, wie es geht. Also ja, schon fast wie beim Mann, also so kurz. Und er hat gemeint, nein, das wird bei ihren Haaren nicht funktionieren. Ich dachte, bitte was? Wie, das kann nicht funktionieren? Ja, dann hat er mir die Haare dann ziemlich, hat es mir dann stufig geschnitten. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe einfach keinen Unterschied zu dem davor gesehen. Und ich war dann einfach nur super mega sauer, wollte aber nichts sagen, und bin dann verzweifelt zu einem anderen Friseur gegangen und habe mir gesagt, ja, ich habe ihm dann zu verstehen gegeben, ja, ich möchte es so und so, wie ich es auch bei dem Friseur davor gemacht habe, und habe es mir wirklich und der Friseur hat es dann auch wirklich verstanden, was ich wollte, und hat es mir dann so geschnitten, wie ich es auch wirklich haben wollte. Den Tag werde ich nie vergessen. Das ist so in meinem Kopf drin. Werde ich nie vergessen. Ja, genug geredet. Ich habe jetzt hier in meiner Deko einen roten Pfeil gemalt. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, auf die ich mich sehr, sehr freue. Nee, beziehungsweise ich wollte zuerst diese Herzensticker aufkleben. So im Nachhinein denke ich, dass eine richtig gute Valentinstagswoche gewesen wäre. Passt aber auch zu dem Winter wegen der Tasse, weil ich sehr gerne Kaffee trinke und Tee trinke. Und hier klebe ich jetzt die Herzen auf, damit es so aussieht, als würde da jetzt der Dampf aufsteigen. Ich habe verschiedene Herzen genommen von unterschiedlichen Bögen. Ich habe so viele Herzensticker, Leute. Ich weiß aber nie, wann ich die benutzen soll. Also ich benutze sie sehr, sehr selten, was ich sehr schade finde. Aber das ist jetzt wirklich ziemlich kitschig. Ich glaube auch, diese ganze Wochendeko wird ziemlich kitschig, wenn ich mir das jetzt so angucke. Auch mit diesem Pfeil, ich wollte eigentlich statt dem Pfeil
Ziffern oder irgendwelche Buchstaben anbringen, aber so im Nachhinein, ich glaube, ich war einfach nur zu faul. Also ich wollte mir da jetzt nicht unbedingt jetzt noch ausdenken, ja, was nehme ich da für ein Wort oder ja. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, als ich die Deko gemacht habe. Und zwar habe ich mir einen billigen Lippenstift gekauft, für 1 Euro, glaube ich. Habe meine Lippen dann als eine Art Stempel benutzt und habe damit meine Wochendekoration geküsst. Viele, viele Male. Das fand ich so witzig. Normalerweise steht mir überhaupt kein roter Lippenstift. Und als ich mich dann im Spiegel angeguckt habe, dachte ich nur, oh mein Gott, bist du beim Fasching gelandet oder so? Und die Idee kam mir ganz spontan. Ich weiß auch gar nicht, wie. Also ich habe mir darüber auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber ich fand, so ein Kussmund sehe richtig cool aus. Und auf jeden Fall rot. Das war mir klar. Und jetzt verteile ich überall ein paar Küsschen auf meiner Wochendekoration. Deswegen habe ich vorhin gemeint, dass es eigentlich auch eine gute Valentinstagswoche gewesen wäre, weil es einfach nur super kitschig aussieht. Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ihr glaubt es mir gar nicht. Ich habe dann wirklich überall meine Küsschen verteilt. Und da hat es auch gelohnt, diesen Lippenstift zu kaufen, extra für diese Wochendekoration. Ich wollte eigentlich nur ein paar Kussmunde verteilen, aber irgendwie habe ich es jetzt überall verteilt. Das ist bei mir sehr oft so, dass ich, wenn ich etwas falsch platziere, dass ich das dann überall platziere, damit es irgendwie kaschiert wird. Damit das Ganze nicht abgeht, habe ich jetzt ein bisschen Haarspray genommen und habe da drauf gesprüht, damit es praktisch versiegelt wird. Was ich nicht dabei bedacht habe vorher, dass ich wasserfesten Stift hätte nehmen sollen, als ich den Barcode gezeichnet habe. Also Leute, wenn ihr, mir war zwar schon klar, dass ich mit Haarspray dann drüber gehe, aber ich habe da einfach nicht daran gedacht, dass es immer noch Flüssigkeit ist und dadurch die Farbe verwischt. Naja, so war es dann. Deswegen denkt lieber zweimal nach, bevor ihr sowas macht. Ich habe meine Wochendeko übrigens geändert. Ich habe die Herzen weggenommen und den Dampf durch Barcodes ersetzt. Das war's und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut. Tschüssi.